Hallo und ahoi bei 9,5. Ich bin auf dem Wasser, auf der Nordsee. Ich bin nämlich auf dem Weg zu einer Insel. Besser gesagt zu einer Hallig, und zwar der Hallig Langeness. Da hinten kann man so ein bisschen was davon schon erahnen. Langeness gehört zu Deutschland und ist ziemlich klein. Da wohnen nur 106 Menschen, unter anderem die Familie Johansen. Und die will ich heute mal fragen, wie das eigentlich so ist, auf einer einsamen Hallig zu leben. Je näher ich meinem Ziel komme, desto dicker werden die Eisschollen auf der Nordsee. Na, hoffentlich kann die Fähre hier so überhaupt anlegen. Ah, der Kapitän hat's geschafft. Und nach knapp 2 Stunden Fahrt erreichen wir Langeness. Ich bin echt gespannt, was mich hier erwartet. Auf jeden Fall ein bisschen Schnee und eine extrem schmale Straße. Kommt einem hier ein Auto entgegen, muss es in so einer Bucht halten und die anderen vorbeilassen. Ich weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, wie es zu den Johansens geht, aber es gibt hier wohl offensichtlich sowieso nur eine einzige Straße. Und noch was fällt mir auf. Alle Häuser hier liegen auf solchen Hügeln. Und auf diesem Hügel hier bin ich richtig. Hier wohnen die Johansens und offensichtlich erwarten die mich schon. Das hier sind Nils, Ose, Tade, Lasse und ihre Eltern Honke und Britta. Ich bin ja das erste Mal auf einer Hallig. Ich habe ja jetzt gesehen, dass alle Häuser hier wie so ein bisschen so wie aufgebockt stehen. Ja. Ne? Euer ist auch. Die stehen auf Warften heißen die. Und das kommt daher, weil die bei höherem Wasser wird die Hallig überflutet, damit die in die Häuser kein Wasser reinkommt. Nils zeigt mir, wie hoch das Wasser steigen kann. Nur wenige Meter vom Haus entfernt liegen noch angespülte Reste von der letzten Überschwemmung. Die war ganz besonders heftig. Bis hier stand das Wasser. Und normalerweise? Ist das ungefähr, ja, bis hier, irgendwie hier, ungefähr hier. Aber das heißt, dann ist wirklich euer ganzer Hof, da ist Meer drumherum, richtig? Ja. Und ihr könnt auch gar nicht mehr weg? Nee. Und so sieht das dann aus. Landunter, sagen die Halligbewohner dazu. Das passiert mehrmals im Jahr und dann ragen manchmal tagelang nur noch die Warften aus dem Wasser. Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man auf einmal mitten im Meer sitzt? Normal. Also bei mir ist das normal. Für mich ist das ehrlich gesagt unvorstellbar, dass die komplette Hallig plötzlich von der Nordsee da hinten überflutet wird. Die Halligen sind einzigartig auf der Welt. Sie kommen wirklich nur hier in der Nordsee vor. Insgesamt gibt es 10 Stück, die seht ihr hier in grün. Die sind aber nicht alle bewohnt. Langeness ist die größte Hallig. Wieso sagt man eigentlich Hallig und nicht Insel? Ich glaube, Insel, das hört ihr auch nicht so gut. Nee, also das Insel und Hallig ist der Unterschied. Die Hallig, die wird halt überflutet vom Wasser und die Insel nicht. Also eine Hallig ist quasi eine Insel, die überflutet wird? Genau. Die Überflutungen sind sogar wichtig für die Hallig, denn sie hinterlassen Ablagerungen und sorgen so dafür, dass die Hallig nicht schrumpft. Nils und ich gehen jetzt zurück zum Haus, denn hier ist was zu tun. Der Supermarkt ist da. Auf der Hallig gibt es nämlich keinen Laden. Und deshalb kommt einmal pro Woche der Kaufmann vom Festland und beliefert die Bewohner mit Lebensmitteln. Und hier haben wir jetzt Milch. Weil im Winter wird jetzt bei uns nicht gemolken und dann müssen wir eben halt auch selber Milch kaufen. Also im Sommer nehmt ihr eure eigene? Genau, nehmen wir unsere eigene, und weil ich eine große Milchtrinkerfamilie habe, brauchen wir eben halt auch noch immer reichlich Milch über Winter. Muss man ja schon immer ganz gut planen, dass das auch reicht, ne? Für genau. Eine Woche. Ja, doch, aber das lernt man einfach mit der Zeit. Einfach zu sehen, ne, wie viel brauche ich. Wenn man jetzt mal so spontan Lust auf was hat, so jetzt brauche ich unbedingt die Schokolade mit Erdbeerfüllung, dann das hat man geht natürlich nicht. Die Johansens müssen immer genug Vorräte im Haus haben. Vor allem im Winter, weil die Fähre dann auch manchmal ausfällt. Ose zeigt mir eine ihrer Vorratskammern. Hier lagern jede Menge Eingemachtes und Konserven. Vorräte für 2 bis 3 Wochen. So, jetzt ist es spät geworden und ich mache mich auf den Weg zu meinem Nachtquartier. Der nächste Tag. Nils, Lasse und Ose machen sich auf den Weg in die Schule. Leider darf ich da nicht mit, die anderen Kinder sollen nämlich im Unterricht nicht gestört werden, aber ich darf Nils später abholen. Tade muss heute nicht in den Kindergarten und hilft seinem Vater im Stall. Ja, und ich pack auch mal mit an.
Jetzt kann Tade mit dir schon mal ein bisschen Schafe füttern hier. Kriegen die auch Heu, Tade? Die kriegen etwas anderes Heu. Gibst du mal? Genau. Okay. Einfach rein oder hier vorne auch? Aber das Problem ist, die Kühe sind auch da. Okay, das heißt, man muss das hier so ganz eng reintun, damit die Kühe sich das nicht schnappen. Tade, hilfst du hier denn oft deinem Papa im Stall? Ja. Ja? Fast immer. Von der Landwirtschaft allein können die Johansens nicht leben. Vater Honke arbeitet deshalb noch beim Küstenschutz. Und die Johansens haben auch noch eine Ferienwohnung, die sie vermieten. Nach der Stallarbeit macht Honke mit mir noch einen Treckerausflug. Wir fahren zum äußersten Ende der Insel. Da liegt nämlich der Bahnhof von Langeneß. Allerdings fahren hier keine Züge, sondern nur solche Loren. Eine Lore ist ein Schienenfahrzeug und fast jede Familie hier auf der Hallig hat eine eigene Lore. Mit der kann sie über einen Damm zum Festland fahren. Wie lange fährt man da? Eine halbe Stunde ungefähr. Oh, das ist ja viel schneller als mit der Fähre. Ja, darum machen wir es ja auch. Wofür benutzt ihr das denn? Wenn man zum Arzt muss zum Beispiel oder sowas unternehmen will mit den Kindern, Familienbesuche. Zum Rumkutschieren von Reportern und Touristen sind die Loren allerdings nicht gedacht. Und deshalb fahren wir auch nur ein ganz kurzes Stück und kehren dann wieder um. Puh, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es hier richtig kalt ist? Na egal, ich mache mich auf den Weg zur Schule. Nils hat mir ja versprochen, mich ein bisschen herumzuführen. Also hier werden die Grundschüler unterrichtet. Das sind insgesamt 10 Stück und wir sind 18 Schüler an der Schule. 18 Schüler? Ja. Das ist sehr überschaubar, da kennt man jeden. Ja. Und wo sitzt du? Ich sitze oben im ersten Stock. Ja, hier ist unsere Schulküche und hier ist unser Klassenraum. Da sitzt die 5. Klasse und 6., 8. und 9. 6., 8. und 9. Ja. Jeweils ein Schüler. Ja, also 6. ist 1, 8. ist 1 und 9. sind zu zweit. Und zu zweit sind auch die Lehrer an der Schule. Und dann gibt es da noch die Englischlehrerin aus dem Computer. Frau Brütt arbeitet nämlich auf dem Festland, aber zweimal die Woche kommt sie über diesen Laptop. Hello, Frau Brütt. In Nils Klassenzimmer. Übers Internet kann Frau Brütt Aufgaben auf Nils Rechner hochladen, mit ihm sprechen und ihn abfragen. E-Learning heißt das. Könnten die denn eigentlich nebenbei auch noch was anderes am Rechner machen, zum Beispiel chatten? Es kommt drauf an. Wenn das Mikrofon nicht an ist oder wenn das Video nicht an ist, dann kriege ich ja nicht mit, was die Schüler machen. Machst du das, Nils? Er ist ein bisschen rot geworden. Sei ehrlich. Auf jeden Fall eine coole Sache, dieses E-Learning. Sowieso habe ich in den letzten 2 Tagen gemerkt, die Hallig-Bewohner haben sich bestens an ihr Leben in der Abgeschiedenheit angepasst. Nils erzählt mir, dass er die Hallig im Sommer aber verlassen wird, um auf dem Festland die Realschule zu besuchen. Hast du schon eine Idee, was danach kommt? Also denkst du, du wirst vielleicht eher am Festland bleiben oder willst du wieder zurückkommen auf die Hallig? Wie stellst du dir das vor? Eher auf Hallig, dass ich eher auf Hallig lebe. Warum? Es ist ruhig, vor allem im Winter. Ich bin es gewohnt, ich mag es hier und möchte auch nicht weg. Nils, vielen Dank. Ja, das war ganz toll bei euch auf der Hallig. Dankeschön. Ja, bitte. Und für uns war es das. Meine Zeit auf der Hallig ist jetzt auch schon wieder rum. Und ich hoffe, die Fähre kommt überhaupt hierher bei all diesem Eis. Vorher will ich aber gerne noch wissen, was ihr denkt. Wäre das was für euch, so ein Leben wie Nils hier halt auf der Hallig?